Ja, herzlich willkommen zu Shoki Baunoki Global News hier auf Shoki Baunoki New Television. Ich habe jetzt gerade den Sascha am Telefon und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo bist du überhaupt, Sascha? Ja, hallo Marc, ich bin in Kroatien unterwegs, genauer gesagt in Poric. Und Poric ist ja so eine schöne kleine Altstadt, direkt an der Küste. Man sieht im Hintergrund schon das Meer. Ich laufe an der Stadtmauer entlang. Das sieht man jetzt auf der anderen Seite, ja, das ist die Stadtmauer. Und wenn ich hier noch ein bisschen weiter laufe, dann komme ich gleich an so eine kleine Badebucht, wo die Menschen sich ausziehen. Oh, das ist gut. Ja. Machen wir ein paar Aufnahmen. Und dann gehen die natürlich dann baden. Ja. Ich gehe jetzt gerade mal runter ans Meer und hoffe, dass ich nicht auf die Fresse falle, weil es kann ja sein, dass ich hier einen Unfall habe. Nee, es geht alles gut. Genau, ich alles bin gut jetzt hier gegangen, unten am Meer. Ja? Ja, alles gut gegangen. Ich bin unten am Meer. Kannst du eigentlich schwimmen? Kannst du schwimmen? Nee, das kannst nur du. Ah, das ist gut. Ja, ja. Ich rette dich dann. Ja, ja. Also, Fett schwimmt ja bekanntlich oben, deswegen bist du ja eigentlich der gemachte Schwimmer sozusagen. Ja, ja, ja. Ich bin der David Hasselhoff von Shoki Baunoki. Du bist absolut der David Hasselhoff von Shoki Baunoki. Wir müssen dir ein neues Shirt machen, glaube ich. Ja, ich brauche ein neues Shirt. Ja. Ich werde noch mal ein bisschen hier rumklettern, mal gucken, ob ich gleich auf die Fresse falle. Das ist natürlich für die Aufnahme, wäre das natürlich super, wenn ich mich jetzt. Dann werden wir legendär. Also, wenn du jetzt auf die Fresse fällst, dann werden wir richtig legendär. Ja, aber nur, weil ich auf die Fresse falle. Komm, fall mal auf die Fresse. Es gibt Klickzahlen ohne Ende. Ja, genau. Voll die geilen Klickzahlen. Naja, ich bin hier am Meer unterwegs und Poric ist halt da ein Basilikpreis. Das ist richtig, richtig geil hier. Da kann man eine schöne Atmosphäre hier in dem Ort. Cooler Hafen, schöne Bötchen sind hier zu sehen. Und vor allem ist es halt, in der Nähe ist auch noch so ein Aquapark. Weißt du, was ein Aquapark ist? So richtig Rutschen und so ein Kram? Ach, mit so verschiedenen Rutschen, ne? Also so. So richtig geil. Also richtig Themenpark mit Rutschen, auch mit so Reifen und sowas, ne? Oder? Wo du durchgeschossen wirst und nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Ja. Oh Mann. Alter, aber jede Rutsche ist so, ne? Das ist ja nicht nur so, dass du da irgendwie mal eine langsame, mal eine schnelle hast, sondern du wirst jedes Mal durchgeschleudert, dass du nicht dass dir Sehen und Hören vergeht. Naja, das ist hier Poric. Im Hintergrund sieht man halt nur das Meer und dann halt hier die alte Stadtmauer. Und ich muss sagen, es ist echt cool hier. Also, meine Frage wie immer, wie ist das Essen? Sau gut. Ich habe gerade eben, auf so einem Turm, da ist oben ein Restaurant im Freien sozusagen, es war relativ windig, habe ich so eine kleine Platte gehabt mit Schinken und mit Parmesankäse und sowas, mit Oliven und den ganzen Kram, richtig lecker. Mm. Problem war, der Käse war gar nicht mehr existent. Es war gar nicht mehr existent, weil er weggeflogen ist. Und der Kellner sagt zu mir so, der Käse ist gone with the wind, sagt er zu mir. Ich so, ja, super, muss ich jetzt bezahlen? Der so, ja klar. Ja, ist er schieß. Ja, also es war einfach nur Schicksal sozusagen. Hast du echt gefragt, ob du den jetzt bezahlen musst? Ja, ich muss ich den Käse jetzt bezahlen? Und er so, ja klar. So, ja scheiße, das gibt's doch gar nicht, echt, ey. Was ist Service? Ja. Ja. So war das. Naja. Scheiße. Also auf jeden Fall richtig cool. Muss man hergekommen sein. Das ist hier in Istrien übrigens. Istrien, nördlich von Pula, so circa 40 Kilometer nochmal. Also Pula ist ja der Flughafen. Ja. Und Poric ist hier nochmal 40 Kilometer nördlich. Ja, sehr cool. Aber du bist wie immer mit dem Auto da, nehme ich an, ne? Machst du ja immer so. Ja, ich habe das Shoki-Mobil dabei. Shoki-Mobil? Habt natürlich auch gebrandet, das Shoki-Mobil. Da kann man, in Instagram auf meinem Account kann man auf Instagram auch Fotos sehen übrigens. Ah ja, alles klar. Vom Shoki-Mobil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Dankeschön. Stürz mir bitte nicht ab, wir haben ja noch einiges vor, ne? Da brauchen wir dich ja für, ne? Und, mal sehen. Alles klar. Ja. Hau rein. Also, das war Global News aus Poric, Kroatien. So sieht das aus, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mal einen Kommentar in den Comments. Alles klar. Tschüss, Sikowski. Cheerio, Miss Sophie.